Hallo, meine kleinen Freunde der Nacht. Ha, hallöchen, ihr Assi-Freunde. Wir sind hier wieder zurück bei Let's Play Skyrim. Und ja, immer noch auf der Suche nach unserem jetzigen Ziel, das uns die Graubärte gestellt haben. Dies liegt aber in dieser Richtung. Hö, warum habe ich mich denn hier hingedreht? Das würde ich ja gerne mal wissen. Wo müssen wir denn hin? Hab ich überhaupt... Ah, ich weiß es gar nicht mehr. Ey, ist so lang wieder her, seit ich das mal gespielt habe. Ah, nach Flusswald reisen. Triff dich mit dem Dieb des Horns. Okay, und warum stehe ich denn jetzt hier? Hätte ich mir mal den vorherigen Part anschauen müssen. Vielleicht hätte sich da dann eine Antwort in meinem Kopf zusammengebildet, aber... Ja, ich denke mal, ich weiß ehrlich gesagt nicht, was ich hier noch will, und deshalb werde ich jetzt einfach mal dahin reisen. So, noch eine ganz kleine Info. Ja, liebe Leute, hier Flusswald, so. Ja, ich hatte ein paar Tage nichts zum Hochladen, das tut mir auch ziemlich leid. Das liegt daran, dass, ja, ich wollte ein bisschen Arbeitsspeicher schaffen, haben ein paar Sachen auf mein anderes Laufwerk rübergeschoben und ja, dann wurde irgendwie Windows Movie Maker unbrauchbar und ja, dann hatte ich halt ein paar Tage kein Renderprogramm und ich habe mir jetzt ein neues runtergeladen und hoffe jetzt, dass das Ganze auch so weit funktioniert. Also aufnehmen kann ich ja, aber ob das Ganze dann auch gerendert wird und online gestellt wird, das wird sich dann zeigen. Aber ich hoffe es mal schon. So, ja, mit unserer geliebten Ehefrau, mit Aela, der Jägerin, machen wir uns jetzt auf den Weg. Oh, mein Hals tut immer noch weh, aber ist ja auch egal. Das ist ja Standard bei mir, dass mir irgendetwas weh tut. So, was machen wir denn jetzt? Was haben wir überhaupt vor mit der Dame? Ich betreibe die Taverne. Es ist meine Aufgabe, Fremde im Blick zu behalten. Ich möchte ein Zimmer mieten. Ich möchte das Dachzimmer mieten. Beides 10 Goldstück. Also ich nehme mal an, dass das Dachzimmer jetzt gemeint ist, weil ein Zimmer ist ja normal. Das Zimmer unter dem Dach? Nun, wir haben kein Zimmer unter dem Dach. Aber ihr könnt das Zimmer auf der linken Seite haben. Fühlt euch wie zu Hause. Ja, das ist auch unterm Dach, du Waschlappen, du. Naja, okay, welches Zimmer das hier? Oh, da können wir ja eine heiße Nacht mit unserer Geliebten verbringen. Aber ich weiß ehrlich gesagt gerade nicht, was das jetzt mit einem Horn zu tun hat. Warte mal, ich guck noch mal ganz kurz in... Hey, was kommt die denn da rein jetzt? Ich guck noch mal ganz kurz ins Tagebuch. So, das Horn der Jo... was? Von Jürgen Windrufer. Nachdem ich bewiesen habe... Was ist das denn für eine Quest? Nachdem ich bewiesen habe, dass ich in der Lage bin, das Wort der Macht und des Schreien zu erlernen, hat der Graubart Arngeir... Was für ein komischer Name. Mich auf eine allerletzte Prüfung geschickt. Ich soll das Horn von Jürgen Windrufer aus dessen Grab in Ust den Graf beschaffen. Leider fand ich dort anstelle des Horns nur eine Nachricht. Ah ja, genau, das haben wir ja, genau, eine Nachricht gefunden. Die besagt, ich solle den Dieb im schlafenden Riesen in Flusswald treffen. Okay. Also jetzt sind wir hier, um diesen komischen Zettel auf die Schliche zu kommen. Jetzt bin ich ja mal gespannt. Also seid das Drachenblut, von dem ich schon so viel gehört habe. Ja. Ich glaube, ihr hattet das hier gesucht. Ja, danke. Folgt mir. Das war jetzt einfach. Habe ich jetzt einfach das Horn bekommen, oder was? Wo haben wir es denn? Wo haben wir es denn? Gegrillter Lauch, ja genau. Ne, das hier. Horn von Jürgen Windrufer. Gewicht 4 und Wert 0. Ah, okay. Ist ja interessant. Ja, Delfin. Ich habe übrigens auch jemand in der Umgebung... Beziehungsweise meine Nachbarin, die sich auch Delfin nennt. Oder die auch Delfin heißt. Naja. Wahrscheinlich die Eltern auch zu viel Skyrim gezockt damals. Schließ die Tür. Vor 10 Jahren. Und sowas ist dann rausgekommen. Können wir reden. Huch! What the fuck? Wie geil. Ein geheimer Geheimgang, der geheim ist. Tschüssi.
In einem Schrank. Cool. Will ich auch haben. Wow, das Buch vom Drachenblut. Schauen wir uns gleich mal an. Nee, Spaß. Das lese ich ganz bestimmt nicht vor. Karte dat... Oh, shit. Uhu. Ich habe nichts geklaut. Die Graubärte scheinen zu glauben, dass ihr das Drachenblut seid. Ich hoffe, sie haben recht. Seid ihr diejenige, die das Horn genommen hat? Überrascht. Allmählich werde ich wohl ziemlich gut darin, die harmlose Tavernenbesitzerin zu spielen. Was hat es mit der Nacht- und Nebelaktion auf sich? Man kann nicht vorsichtig genug sein. Die Spione der Talmor sind überall. Spione der Talmor. Ja, ich habe auch Talmor gekillt und habe somit, ich habe Rüstungsteile von ihnen geklaut. Ich bin nur wegen des... Was wollt ihr von mir? Ich habe nicht aus einer bloßen Laune heraus all diese Mühen auf mich genommen. Ich musste sicher gehen, dass es sich nicht um eine Falle der Talmor handelte. Ich bin nicht euer Feind. Ich habe euch bereits das Horn gegeben. Ich versuche euch zu helfen. Ihr müsst mir einfach nur zuhören. Sprecht weiter, ich höre zu. Wie ich in meiner Mitteilung erwähnte, habe ich gehört, dass ihr vielleicht ein Drachenblut seid. Ich gehöre zu einer Gruppe, die schon sehr lange nach euch sucht. Nun, nach jemandem wie euch. Das heißt, wenn ihr wirklich ein Drachenblut seid. Bevor ich euch mehr sage, muss ich sicherstellen, dass ich euch vertrauen kann. Ich dachte, du vertraust uns, du hast uns ja das Horn gegeben. Ah, Mann, Frauen. Woher weiß ich, dass ich euch trauen kann? Woher weiß ich, dass ich euch trauen kann? Wohl eher. Wenn ihr mir nicht vertraut, war es dumm von euch, überhaupt hierher zu kommen. Warum habt ihr das Horn aus Ustengraf entwendet? Ich wusste es. Wenn die Graubärte euch für das Drachenblut hielten, würden sie euch schicken. Zumindest sind sie berechenbar. Als ihr hier auftauchtet, wusste ich, dass die Graubärte euch geschickt hatten. Und dass ihr kein Spitze der Talmor wart. Ja. Blubblubl. Ihr habt gesagt, dass die Talmor hinter euch her sind? Ja, wir sind sehr alte Feinde. Und wenn mein Verdacht stimmt, haben sie bei der Rückkehr der Drachen vielleicht ihre Finger im Spiel. Aber das ist jetzt unwichtig. Wichtig ist hingegen, dass ihr vielleicht ein Drachenblut seid. Ach so, ja, dann ist ja okay, dass ich ein paar von denen gekillt habe. Warum sucht ihr ein Drachenblut? Wir erinnern uns an das, was bei den meisten in Vergessenheit geraten ist. Dass das Drachenblut der ultimative Drachentöter ist. Ihr seid die einzige Person, die einen Drachen dauerhaft töten kann, indem sie seine Seele in sich aufnimmt. Könnt ihr es tun? Könnt ihr die Seele eines Drachen in euch aufnehmen? Oha! Ja, ich habe erfahren, dass ich ein Drachenblut bin. Ich absorbiere einen Teil der Macht der Drachen, mehr kann ich nicht sagen. Jetzt ist nicht die Zeit dafür, den widerstrebenden Helden zu spielen. Entweder seid ihr ein Drachenblut oder nicht. Oh ja, Mann. Aber das werde ich bald genug mit eigenen Augen sehen. Okay, was ist der Haken an der Sache? Drachen kehren nicht einfach zurück. Sie kehren ins Leben zurück. In all den Jahren waren sie nicht einfach an einem anderen Ort. Sie waren tot, vor Jahrhunderten getötet von meinen Vorgängern. Nun geht irgendetwas vor sich, wodurch sie wieder zum Leben erweckt werden. Und ihr müsst mir helfen, das aufzuhalten. Wieso denkt ihr, dass die Drachen wieder lebendig werden? Ich weiß es eben. Ich habe ihre alten Grabhügel besucht und sie leer vorgefunden. Und ich habe herausbekommen, wo der nächste Drache ins Leben zurückkehren wird. Dort werden wir hingehen und ihr werdet diesen Drachen töten. Wenn es uns gelingt, sage ich euch alles, was ihr wissen wollt. Okay, kein Problem. Also was ich wissen will, hä? Was hast du für eine Strapse an? Wisst ihr, wie verrückt sich das anhört? Wo habt ihr das alles herausgefunden? Und wo soll es hingehen? Kühneshain. Dort in der Nähe befindet sich ein... Auf den Tisch? Wenn wir dorthin gelangen können, bevor es geschieht, finden wir vielleicht heraus, wie es aufzuhalten ist. Na, ich bin dir zuvor gekommen, meine Liebe. Ich habe dir die Karte schon im Vorhinein geklaut. Lasst uns einen Drachen töten. Ich muss meine Reisekleidung anlegen. Gebt mir nur eine Minute, dann bin ich soweit. Ja, ich... Komm mit, Schätzchen. Nee, ich habe ja meine Frau da. Oha. Okay. Das ist besser. Machen wir uns auf den Weg nach Kühnesheim. Ja, das glaube ich dir, dass das besser ist. Ich klau dir hier noch deine Tränke. Dankeschön. Was ist das? Pfahlwurzel. Oh, nice. Cool.
cool. Ach so, Alchemielabor. Oh, Stahlpfeile. Ein Langbogen. Brauchen wir nicht. Gold. Was? Rolle des Feuersturms. Können wir verkaufen. Zaubertrank hat's auch noch da. Wow, ein orkischer Zweihänder. Oh mein Gott. Schwert der Klingen. Hey, die Klingen aus Oblivion. Die Avakiri-Klingen, da konnte man auch irgendwie eine Gilde mal annehmen. Das war keine Gilde, es war irgendwas anderes. Muss euer Glückstag sein. Wer bist du denn? Hast du eine gekifft oder so, dass deine Augen so rot sind? Naja, wir nehmen noch ein bisschen Gold mit. So, Aufstieg um Fall der Klingen. Oh, nice. Ja, wer Oblivion gespielt hat, kennt die Klingen. So, ich glaube, wir haben hier alles gelootet. Ganz eine kurze Frage, Schätzchen. Ich möchte gerne... Nein, ich möchte nicht gerne woanders hinziehen. Ich möchte tauschen. Ich möchte wissen, wie viel Schaden... Ah, du hast einen orkischen Bogen, genau, oder Müdigkeit. Den habe ich dir ja gegeben. Ja, tut mir leid, Leute. Es ist auch schon wieder eine Zeit her, seitdem ich wieder gespielt habe. Altes Nordschwert der Kälte. Okay, das macht also 9 Schaden. Wenn ich dir das wegnehme... so, Waffen. Also das macht 9 Schaden und hat 12 Gewicht. Wenn ich jetzt aber hier den... wo haben wir denn hier? Der orkische Zweihänder, der nimmt 20 Schaden weg. Eieieiei, soll ich dir den mal geben? Ey, denn der haut ja echt rein. Schwert der Klingen. Ist es ein Zweihänder oder ist es ein Einhänder? Weil wenn ich da das gebe, dann kannst du dein Schild nicht mehr benutzen. Und dann bist du zu ziemlich wertlos für mich. Aber ich glaube, das... Nee, das sieht ganz gut aus. Wunderbar. Hey, cool. Sie hat ein Klingenschwert. Ein Riesenkatana. Cool. Ja, auf jeden Fall, wo ist die denn jetzt hin da? Sie ist raus. Okay, dann gehen wir auch raus nach Himmelsrand. Oh! In diese Richtung. Wir können und ich sehe... Oder uns trennen und dort treffen. Ganz wie ihr wollt. Ich sehe, ich könnte ein Level steigen. Aber liebe Leute, jetzt mal kurz einen Speicherstand anlegen. Und ja, dann machen wir uns auf die Reise. Gemeinsam mit Delphin und unserer allerliebsten Aela. Perfekt vorbereitet für einen Drachen. Also ich um meine Gemahlin natürlich. Und wie es mit Delphin ausschaut, das weiß ich zwar nicht. Aber naja, das werden wir gleich herausfinden, ob sie dem Drachen standhalten kann. Ich habe meinen Bogen ausgerüstet, wunderbar. Was habe ich denn noch? Bestiengestalt, genau, Kaiser. Ja, aber das können wir nicht benutzen, solange die Fremde bei uns ist. Kaiserlicher Bogen, Nachtsicht, orkischer Bogen. Was ist mit dem kaiserlichen Bogen? Warum brauchen wir den Wirbelwind-Sprint? Ah, die ätherische Gestalt, genau, da wo uns nichts verletzen kann. Genau, das haben wir ja letztes Mal bekommen. Och, das weiß ich schon wieder nicht mehr. Eieieiei. Auf jeden Fall ganz kurz noch zu den Waffen. Tut mir leid, Leute. Aber ich möchte ganz kurz wissen, kaiserlicher Bogen, orkischer Bogen. Nee, der orkische Bogen macht eindeutig mehr Schaden. Den nehmen wir also weg. So, und den rüsten wir aus. Perfekt. Und jetzt geht's los. Wo müssen wir denn überhaupt hin? Karte? Ja, nee, nicht das, sondern Weltkarte. Ah, da oben, auf dem Berg. Hö, nach Hochrodgar. Ach so. Wir müssten eigentlich nur das Horn wegbringen, aber wir haben jetzt eine andere Quest aktiv. Und die befindet sich... Wo befindet sich denn die? Ah, was? Da hinten! Ja, nee, ne? Also, tut mir leid, Schätzchen, aber ich reise mal... Och, was mache ich denn da? Nein, hallo? Hallo? So, entfernen, so. Ich reise mal... Was? Den habe ich noch nicht entdeckt, Windhelm. Och, das ist ja super. Ja, dann zur Windwassermühle, dann müssen wir nicht mehr so lange laufen. Es würde mich jetzt ein bisschen anpissen, würden wir den ganzen Weg laufen müssen. Und das würde ja auch niemand mitmachen hier von euch. Also, bah, das würde wieder 5 Parts bedeuten und das wäre ja dann richtig scheiße. Und es Leute... Es gibt ein Gasthaus in Künesheim, das Düsterwald. Dort soll ein wohlschmeckendes dunkles Bier ausgeschenkt werden. Kommt selbstverständlich nicht an den schlafenden Riesen heran. Ja, natürlich nicht. Leute, ich wollte euch nur gerade mal sagen, es ist wieder mittlerweile 2 Uhr morgens und deshalb kann ich hier nicht so rumbrüllen. Und wenn ihr ein Let's Play sehen wollt, in dem ich rumbrülle und mich aufrege, wenn nichts anderes und fast ausraste, dann schaut euch doch mal den neuesten Teil. Wirklich. Aber das werden wir bald genug haben. Ja, sonst wirst du sterben.
Guckt euch doch mal den neuesten Teil von Deus Ex an, meinem neuesten Let's Play, und da werdet ihr schon sehen, wie ich drauf sein kann, wenn mich mal wirklich was aufregt. Oh, und da ist ein Säbelzahntiger, wie cool. Ja, geh mal aus dem Weg, Schätzchen. Und ich habe hier übelste Lags, merke ich gerade. So, dass es nicht mehr schön ist. Huch. Was war denn das jetzt? Warum schießt du die liebe Delfin an? Geht's noch? Warte mal, Leute, das kann so nicht sein. Ich werde ganz kurz die Einstellungen ändern. Nicht Gameplay, nein. So, Anzeige. Sichtweite Person, das machen wir mal so. Ein bisschen ritten. Obwohl es eigentlich nicht sein sollte, da ich ziemlich einen guten Prozessor habe, etc. Ziemlich guten PC, aber... wir setzen das Ganze einfach mal ein bisschen runter, damit es vielleicht nicht mehr so stark laggt. Obwohl ich nicht verstehe, warum es so laggt. Das macht es nämlich sonst nicht. Nur mit Fraps zusammen. Aber ja, das ist ja so ein bekanntes Phänomen. Haltet die Augen offen. Oh, nee, ich wollte eigentlich nicht die Ziege treffen. Oh. Naja. Nee. Ja, dann nehmen wir nichts. Ich möchte nur kurz gucken. Okay. Also es laggt wenigstens nicht im Sound, so wie letztes Mal, aber es laggt, wenn ich so das Bild drehe oder wenn es neue Maps lädt. Ich bin froh, dass ihr bereit wart, mir zu vertrauen. Ich weiß, dass es wahrscheinlich nicht die beste Art war, mich vorzustellen, aber alte Gewohnheiten. Ja, chill. Auf jeden Fall nervt mich das gerade, Leute. Aber naja, was will man tun? Tralalilala. Oh, ein Fuchs. Was ist das denn für einer? Das ist wohl wahr, mein Freund. Wohl wahr. Ist das ein Bandit? Oh, shit. Hey. Bis zum nächsten. Nee, oder? What the fuck? Ich ziele auf den Typen, er spricht mich an und ich lasse aus Versehen die Taste los. Also nee, ich hab's ja nicht... Es ist ja nicht mal so, dass ich's losgelassen habe, sondern... eher so, dass... es von alleine losgelassen hat, weil der Typ mich ansprach und dann habe ich ihn angeschossen und jetzt tut er so, als wäre ich schuld. Naja. Naja, dann reisen wir eben nochmal dahin und wir rennen der Frau einfach weg. Ja, halt die Schnauze. Ich renne jetzt einfach mal los, ne? Und tschüss. Kein Bock mehr auf dich, du alte Tunte, du. So, jetzt habe ich das Gefühl, dass mit den Lags hat sich mittlerweile verzogen. Ja, wunderbar. Tralalilala. Oh, nee, schon wieder dieser doofe Lion King da vorne. Zack. Säbelzahntiger. Und zack. Oh, ouch. Nice. Nice, 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 nice. Huch, da ist sie ja wieder, die Tante. Die ist schnell, die ist sehr schnell. Ich traue mich aber nicht, mich zu verwandeln in Werwolf, weil sonst wird sie mich wahrscheinlich auch wieder über den Haufen ballern. Haltet die Augen offen. Wir können... Vorsicht! Huch. Oh, ich bin einfach viel zu geizig. Ich loot immer alles, was ich finde. Mann, ey. Wir müssen da hoch, aber wir rennen jetzt um den Berg herum, oder was? Mann.
Ich bin froh, dass ihr bereit wart, mir zu vertrauen. Ja, halt die Fresse. Ich vertraue dir aber nicht. Du hast mich gerade vorhin zerschnetzelt mit deinen zwei Dolchen. Aber ich bin so froh, dass ich Aela dabei habe. Ohne Scheiß. Also ohne Aela, Ich glaube, da wäre es noch eine ganze Stufe schwieriger.